Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 2 und unseren Neumanns in Blauseidig Heide. Ach ja, wir versuchen uns hier langsam aber sicher ein Geschäft aufzubauen und oben drüber haben wir unsere Wohnung sozusagen. Hier unten sind noch keine Geschäftsräume weiter eingerichtet, aber wir sind ja hier auch noch ganz am Anfang unserer Mission. Und ja, dazu gehören auch Geldbäume, die uns ja immer wieder versuchen, ein paar Simoleons einzubringen. Alter, die arme Irre! Die klaut unser Geld! Wow, Alter, Guido, ich weiß nicht, ob die Sarah so der gute Umgang für uns ist. Eigentlich müssten wir sie erstmal zusammenscheißen. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ja, bewundere mal ihre Langfinger. Bewundere das mal. Unglaublich, ey. Krass. Da klaut die uns einfach eiskalt das Geld. ist ja heftig. Ich fasse das gerade gar nicht. Die ist eiskalt, du. So, dann nehmen wir uns einfach mal ein paar Reste und werden mal hier danach das Bild weitermalen. Kommen wir da durch? Ja, sehr gut. Wir stehen zwar hier mitten im Weg, aber ansonsten passt das. So, genau. Wir nehmen uns mal hier die Reste und dann schmeicheln wir hier mal eine Runde. In der Hoffnung, das funktioniert ganz gut. Hihi. Lol. So, flirten wollten wir auf jeden Fall. Alles klar. Romantisch umarmen können wir dann auch mal. Oh, da sind wir verliebt. Wie schön. So, wir wollen auch immer noch unseren ersten Kuss. Das ist auf jeden Fall ein Argument, das wir gelten lassen könnten. Aber so weit, so gut, wollen wir hier mal noch ein bisschen alles weiter ausbauen, was die Pluszeichen hier betrifft. So eine Runde in die Arme springen. Alles gut möglich. So, Händchen halten haben wir auch schon gemacht. Wir haben nochmal eine zweideutige Anspielung. Schmutziger Witz haben wir auch schon dreimal. Über Nacht zu bleiben, okay. Können wir noch irgendwas machen, was hier ein bisschen krasser ist? Können wir noch mal nach dem Sternzeichen fragen. So, jetzt kommen wir hier irgendwie nicht durch. Blöd. So, jetzt aber. So, dalle. Und wir wollen gerne klassisch tanzen. Kriegen wir das hin? Klassisch. So. Dann erfüllen wir uns dann noch den einen Wunsch. Klappt dann hoffentlich ganz gut. So. Das ist doch schon mal was. So, und wir wollen uns gerne ein Sofa kaufen, ein Zweisitzer. Passt das gerade so in unser Budget? Oder eher nicht so? Das ist jetzt die Frage. Also die Couch geht ja hier eigentlich sowieso immer. Wenn wir die jetzt hier mal mit dem Weiß-Gelb so kombinieren irgendwie. Hier ist auch so in der Küche unter dem Kühlschrank. Ist doch auch erstmal nicht schlecht. Oder dann haben wir da schon mal ein Sofa. Und ich kann das ja später auch noch in irgendeinem Kinderzimmer oder so. So, was wollen wir hier? Eine Runde schätzen. Das finde ich doch gut. Dann krauen wir da gleich mal eine Runde den Rücken. Spaß hat uns das Ganze auch noch gebracht. Das läuft ja super. So. Von den Punkten her passt das ja schon mal perfekt. Da sind wir jetzt auch bei 30. Wir wollen auch noch unterhalten. Dann erzählen wir mal gleich einen schmutzigen Witz. So, dalle. Streicheln. Okay, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber wir können noch mal in die Arme springen und dann erleben wir vielleicht einfach mal unseren ersten Kuss. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Plan. So, und dann safen wir mal das hier. Oh, da ist der erste Kuss. Oh mein Gott. Was geht? Guido, Alter. Voll gut. Hat der Guido das auch geschafft? Nach dem College. Auch nicht schlecht. Aber gut, ne? Jeder findet hier seinen ersten Kuss. Wann ist halt immer nur die Frage. So, was wollen wir denn hier noch machen? Sarah kitzeln. Können wir natürlich tun. Da tun wir uns keinen Zwang an. So, vor allem jetzt können wir hier auch die ganzen anderen Kussarten mal ausprobieren. So, eine Runde zärtlich. Dann kriegen wir hier bestimmt auch gleich noch die Freundschaft voll. So, eine Runde Händchen halten können wir noch mal. Romantisch, küssen, rumschmusen. Das läuft doch langsam ganz gut. So, sind wir schon bei 43. 46, es läuft doch. So, hier kann man mal fest drücken. Und dann kann ja eigentlich gar nicht mehr so viel fehlen. So, da haben wir es geschafft. Sehr schön. Perfekt. So, wir wollen mit drei Sims rumschmusen. Wir sind ja so ein kleiner Romantiker. Techtelmechtel im Bett ist auch ein Plan. So, aber dafür bräuchten wir erstmal ein Doppelbett. War das jetzt noch unser Wunsch? Nee, der Wunsch hat sich gerade schon aufgelöst gehabt, aber wir brauchen vom Prinzip her noch ein Doppelbett.
So, und hierfür kriegen wir jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel, aber es reicht für ein sehr günstiges Doppelbett. Von daher nehmen wir das einfach mal wahr. Was nehmen wir denn da jetzt für Bettwäsche? Wir können ja mal in so diesen Grünton gehen, ne? Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt schon mal was hatten in der Richtung. So, aber wir können jetzt hier auf jeden Fall mal fragen, über Nacht zu bleiben. Dann kriegen wir unseren Wunsch da bestimmt noch erfüllt. So, hier haben wir schon mal einen klassischen Tanz. Das war jetzt irgendwie nicht so der Plan. Aber Guido, wir lassen es heute Nacht richtig krachen. Das wird schon werden. So, mehr bitten mitzumachen hätte ich gerne mal irgendwie. Da, ja, nicht hier in die Badewanne. Lass das Wasser mal ganz schnell wieder raus. Und komm mal nach oben, Mäuschen. So, unsere Bäume sind auch wieder am Start. So, und dann können wir jetzt hier nicht techtelmechteln. Warum können wir nicht techtelmechteln? Habe ich was verpasst? Warum können wir nicht techtelmechteln? Hä? Warum können wir nicht... Hä? Jetzt bin ich ja doch ein bisschen überrascht. Warum können wir nicht techtelmechteln? Hä? Okay, das checke ich jetzt nicht so ganz. Okay. Gut. Ich habe keine Ahnung, warum. Wisst ihr, warum? Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Okay, gut, dann machen wir uns mal ein bisschen frisch. Ciao. So, Greta hat ihr Bild da unten gleich fertig. Dann würde ich sagen, schicken wir sie auch mal gleich ins Bett. Aber rein theoretisch brauchen wir auch immer noch unseren Körperpunkt. Hm. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt, uns ein Trainingsgerät zu leisten. Oh, wir haben Meisterwerk verkauft. Sehr cool. Dann können wir ja glatt mal die Bäume hier unten abernten, bevor Emse Bremse von oben das wieder tut. So, was brauchen wir denn für ein Trainingsgerät an Money? Okay, wir könnten es mit der Ballettstange probieren, aber sonst hätte ich irgendwie auch gerne den Stepper oder das Rad oder so. Das wäre alles schon nicht so schlecht. Warum können wir kein Techtelmechtel haben? Ich finde das schon wieder doof. Haben wir uns nicht gern genug? Liegt es daran? Aber eigentlich nicht. Eigentlich sind wir voll ready, oder? Ist ja alles höchst merkwürdig, sage ich euch. So, danach gießen wir den ganzen Spaß hier mal. Ha! Ja, aber eigentlich... Okay, wir können jetzt vorschlagen, einzuziehen, aber so weit wollen wir ja nicht gleich gehen. Eigentlich müsste das mit dem Techtelmechtel funktionieren. Finde ich ja schon wieder irgendwie doof. Eigentlich müsste das schon längst klappen. Könnte mal nach Wünschen fragen. Mal gucken, ob da noch irgendwas Gutes bei rumkommt. So, hier haben wir jetzt endlich aufgeräumt. Ich überlege gerade, wie kriegen wir das Geld noch zusammen? Na gut, ich würde vorschlagen, wir schlafen erstmal eine Runde. Und wir schauen hier nochmal, wir springen einfach nochmal in die Arme. Und ich weiß halt echt nicht, wir können gerne nochmal versuchen zu entspannen. Ich weiß halt, wie gesagt, nur nicht, ob das was bringt. Am Bett kann es ja eigentlich auch nicht liegen. Und alles andere geht ja auch. Okay, das checke ich einfach nicht, warum das Techtelmechtel nicht funktioniert. Okay, ich bin echt ein bisschen überfragt. Ist ja echt komisch. Komisch. Okay, gut, aber ich würde vorschlagen, wir malen jetzt einfach mal hier unser Bild weiter. Und sie kann sich gerne mal ein bisschen frisch machen. Da springt sie ein bisschen Seil. Okay, jetzt hat sie keinen Bock mehr. Ha, ciao, Sarah. Es war schön mit dir. Gut, okay. Ich weiß nicht, ob sie nochmal kommt. Sie wollte nicht mit uns schlafen. Blöd. So, dann müssen wir es ein andermal weiter probieren. Guido, das werde ich hier irgendwie noch zum Liebhaber von Blauseidig Heide machen. So, hier können wir gleich wieder ein bisschen ernten. Dann kommt unser Trainingsgerät auch schon näher. Sehr gut. Und weitermalen. Vor allem, wir müssen auch gleich schon wieder aufstehen. Von der Zeit her ist das gerade ein bisschen ungünstig. Greta ist schon wieder voll ausgeschlafen. Auch nicht schlecht. So, gehen wir mal auf Toilette. Machen mal das Bett. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es am Bett liegt, ne? Das ist irgendwie auch nicht wirklich... Nee, kann eigentlich auch nicht. Ich bin verwirrt. So, Guido, wie sieht's aus mit deinem Gemälde? Noch nicht so mega. Dann kann Greta mal hier hinten anfangen zu malen. So, da sind sie glatt beide in der Zone. Und für beide kommt die Fahrgemeinschaft. Ach je, wir haben nicht mal einen Mechanikpunkt gelernt. Ja gut, aber am Ende bringt das ja auch so relativ was.
Wir können ja mal hier das Frühstück servieren. Einfach mal ein paar Pfannkuchen gemacht. So, da war wieder ein Meisterwerk drin. Sehr schön. So, wir safen uns hier mal die drei verschiedenen Küsse, weil am Ende ist das ja tatsächlich unser Plan. So. Greta schicken wir jetzt mal los. Ist ja hier kurz vor knapp. So, die Teller müssen wir im Prinzip jetzt auch wieder hier reinstellen, weil wir müssen zur Arbeit. Es hilft ja nichts. So, los geht's. Hoffentlich bleibt da noch stehen, der Wagen. Aber das sieht gut aus. So, haben wir es noch zur Arbeit geschafft. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt einfach mal warten, dass wir hier wiederkommen. Ich meine, 818 Simoleons sind ja jetzt nun echt nicht verkehrt. Mechanikpunkt hin oder her. Den kriegen wir dann auch noch so irgendwie erfüllt. Und wir brauchen jetzt auch nur noch eine Freundschaft. Da sind wir ja auch schon ganz gut dabei. Das sollten wir auch hinkriegen. Aber wie gesagt, der Mechanikpunkt scheint mir momentan irgendwie interessanter zu sein. So, und Greta, die muss eigentlich nur mal eine Runde duschen hier oben. Dann passt das an der Stelle auch. Aber ganz ehrlich, wir ernten mal lieber die Simoleons vorher ab. Sonst ist irgendwie auch blöd. So, dalle. Und dann gehen wir mal eine Runde duschen. So, schaut mal, da haben wir doch wieder ein paar Simoleons zusammengekriegt. Da können wir uns jetzt glatt mal das Trainingsgerät leisten. Da kann es sogar ein Laufband werden, Mensch. Frage ist, wo stellen wir das Ganze jetzt schon wieder hin? Weil ein Laufband ist auch gleich wieder so groß. Aber das Ding braucht wieder so viel Platz, damit man es überhaupt benutzen kann. Und hier haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Platz. Obwohl, im Schlafzimmer hier oben, oder? Kriegen wir hier irgendwie genug Platz zusammen? Na komm, wir leisten uns erstmal das Ding, weil es einfach am günstigsten ist. Im Zweifelsfall stellen wir es unten in den Laden. Auch eine Idee. So. Was können wir denn noch gerade machen, weil es gerade so gut passt? Wir könnten theoretisch mal den Essplatz hier so ein bisschen anpassen. Und gucken, dass wir uns vielleicht einen großen Tisch leisten. Das Holz ist nicht das hellste. Wahrscheinlich das hier, ne? Aber richtig gefallen tut mir das an der Stelle auch nicht. Vielleicht das dunkelste. Auch nicht so richtig meins. Und wenn wir einfach so ein... Naja gut, das passt mir irgendwie auch nicht so richtig. Kriegen wir den in die helle Farbe? Den haben wir ja auch in ganz hell. So ganz hell gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wie sieht die andere Farbe aus? Nee, komm, wir nehmen den mal in ganz hell. Das finde ich eigentlich schon echt gut. Nur der Rest halt irgendwie nicht so. Ha, nur jetzt haben wir hier wieder so einen Viererabstand. Dann stellen wir den lieber so hier rein, oder? Gefällt mir dann, glaube ich, am Ende besser. So. Was nehmen wir denn für Stühle? Da hätte ich ja auch gerne was in diesem hellen Holz. Damit das... Wow, das wollte ich nun mal gar nicht. Damit das dann auch richtig passt. Okay, hier ist eher so ein rosa Stich noch mit bei. Und hier haben wir das komplette Weiß. Das Weiß geht ja an sich hier vom Holz her auch, aber so richtig das Träumchen ist das auch nicht, ne? Ich glaube, das mit den Stühlen wird jetzt eher noch schwer. Kann das sein? Weil die passen ja irgendwie auch alle nicht dazu. Und ich weiß nicht, irgendwie nur so einen weißen hier dran finde ich komisch mit dem Holz. Das macht mich jetzt schon wieder fertig, ne? Obwohl ich finde den hier eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir den vielleicht auch mit dem dunklen Dingens hier kombinieren. Okay, dann sieht aber auch irgendwie das schon wieder anders aus. Das macht mich schon wieder fertig. Okay, das mag ich auch nicht. Okay, ich suche jetzt 3 Jahre lang nach einem Stuhl und am Ende wird mir keiner gefallen. Passt auf. Okay, der ist auch nicht der Traum. Den hatten wir schon. Das ist alles nicht so richtig der Stil. Der hier in der Kombi gefällt mir auch gar nicht. Hier haben wir den Kinderstuhl. Der könnte das fast sein, oder? Okay, farblich passt der auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Könnte in jedem Fall schlechter sein. Ich glaube, das nehmen wir jetzt erstmal, oder? Das finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. So, passen 3 Stühle ran. Dann ist das Budget auch schon aufgebraucht. Aber es gefällt mir auf jeden Fall besser. Das nimmt auch dieses Weiß von der Couch schön mit auf. Das ist doch schon mal was. So, die Rechnung müssen wir auch noch bezahlen. Das habe ich irgendwie auch voll verdrängt. Jetzt haben wir da einen mega teuren Essplatz. Aber
den Rest irgendwie nicht. Da müssen wir wohl gleich wieder eine Runde malen gehen. So, und Guido muss eine Runde schlafen. Vor allem, jetzt haben wir hier wieder so ein Billigbett, was uns energiemäßig nicht schnell voranbringt. Das ist natürlich auch blöd. So, dann wir gucken einfach mal hier mit Greta weiter. Okay, wir wollen unbedingt ein Techtelmechtel. Ich überlege gerade, komm, wir machen mal das Techtelmechtel hier klar. Da füllen wir uns mit einmal den Wunsch, der Dreier-Kuss-Wunsch, der wird schon noch öfter kommen. So, ich mach Guido hier mal nochmal wach. Der soll mal hier nochmal eine Runde malen. Dann können beide in der Nacht dann schlafen. Okay, Sarah ist wieder da. Begrüßen wir sie mal. Vielleicht hat sie ja ihre Meinung geändert und mag uns plötzlich. Man weiß es nicht. So, Sarah ist da und will uns einen schmutzigen Witz erzählen. Okay. Wir können sie ja dann mal festdrücken. Ja, wir freuen uns so sehr, dass sie uns diesen Witz erzählt hat. Wie schön. Oh wow, jetzt ist es auch noch Liebe. Hier geht's ja los, ey. So, aber rein. Oh Gott, Alter, wir müssen schnell die Simoleons ernten, sonst ist alles zu spät. Armageddon. Alle wollen hier die Bäume ernten. Es ist ja furchtbar. Das ist gefährlich hier. So, wir verkaufen mal das Gemälde. Und wir können ja mittlerweile auch eine Runde trainieren gehen. So, mal gucken, ob das jetzt klappt hier oben. Ob wir da rankommen. Gott, ich dachte gerade, sie trinkt von unserem Saft da, Alter. Das wäre jetzt noch die Krönung gewesen. Oh Mann, das klaut sie uns auch noch unser Lebenselixier. Okay, wir können hier mal wieder eine Runde küssen. Wir können es noch mal rumschmusen probieren. Antrag können wir mittlerweile auch machen. Aber ich wette, wir schaffen es nicht, ein Techtelmechtel zu haben, oder? Also wie gesagt, wir versuchen es gerne nochmal. Wir können ja auch mal einen Kleiderschrank einbauen. Was haltet dann davon? Kleiderschrank finde ich auch gut. Bauen wir aber hier bei Greta ein, oder? Das macht irgendwie mehr Sinn. Kleiderschrank. Hier gleich in die Ecke. Oh, ist auch wieder so schwierig. Müssen wir das Bett genau wieder da hinstellen. Wartet mal, wir nehmen mal das Bett hier weg. So, das stellen wir jetzt mal hier hin. So. Und packen hier mal den Kleiderschrank hin. So. Wisst ihr, weil ich dachte hier gerade an so einen Einbaukleiderschrank, aber der kostet ja so viel Money. Das kriegen wir schon wieder nicht hin. Okay, müssen wir warten. Gibt gerade keinen Einbaukleiderschrank. Irgendwer hat sein Bild nicht fertig gemalt. Sonst hätte das klappen können. So, wir haben krass rumgeschmust. Wir müssen die Bäume auch gießen, wenn ich das richtig sehe. Können wir schon bitten, mitzumachen? Ja, können wir. Dann, Sarah, komm mal hoch hier. Und zeig mal, ob du deine Meinung geändert hast oder ob das Bett einfach kacke ist. Techtelmechtel, schau mal. War das jetzt einfach verbuggt gewesen? Hätten wir uns mehr lieben müssen? Was war der Fehler? Ich habe keine Ahnung. Wir genießen aber trotzdem unser Techtelmechtel. Ja. Wow. Mensch, was für eine freudige Aktion hier. So, da haben uns auch alle Wünsche irgendwie gefühlt erfüllt. Und wir wollen jetzt zwei Liebschaften gleichzeitig haben. Eine Badewanne kaufen. Ich glaube, er meint ein Whirlpool. Wir gönnen uns hart, ne? So, hier wird fleißig weiter Sport gemacht. Aber den Körperpunkt erfüllen wir uns deswegen trotzdem nicht sofort. Ich würde trotzdem sagen, das reicht jetzt erstmal hier mit der Fitness. Wir legen uns ins Bett. Gott, war das ein Hund? Ja. Dachte gerade, was ist das? So, wir legen uns ins Bett und das war's dann erstmal für diese Folge. Boah, Alter, mein Fuß. Hey. ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ja, dann schauen wir mal, ne, wie es hier weitergeht. Ciao.